Hi Leute, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal seid und euch dieses dämliche Video anguckt, was ich hier gerade drehe. Vielleicht hat es ein oder andere schon mitgekriegt. Ich bin ab und zu mal im Internet unterwegs und da lese ich mir auch ab und zu mal solche Artikel durch mit Tricks, Tipps, Hacks. Und manchmal ist ja was echt Interessantes dabei, auch wenn ich manches zweifelhaft finde. Aber jetzt habe ich was gefunden, da bin sogar ich richtig begeistert. Und zwar ein Artikel darüber, was man mit Wäscheklammern machen kann. Ja, richtig, Wäscheklammern. Also die meisten werden die ja wahrscheinlich immer nur dazu benutzen, um Wäsche aufzuhängen. Wer das überhaupt heutzutage noch macht, wo man ja eigentlich fast jedem Haushalt eine Waschmaschine mit Trockner und also mit einer Schleuder meine ich natürlich und einen Trockner findet. Aber manche können sich vielleicht auch den Strom von Trockner nicht mehr leisten, ist ja alles zu teuer geworden. Und außerdem ist ja auch Wäsche, die schön an der frischen Luft draußen auf der Leine getrocknet wurde, riecht besser, fühlt sich besser an. Aber gut, muss jeder für sich wissen. So, also es geht aber um die Wäscheklammern, was man damit noch machen kann, wenn man damit keine Wäsche aufhängt. Bedenken muss man dabei vielleicht, was da nicht so genau erklärt wird, dass es zwei Arten von Wäscheklammern gibt. Ich meine jetzt nicht von der Form her oder mit Grip oder sonst irgendwas, sondern einfach, es gibt Kunststoffwäscheklammern und es gibt Holzwäscheklammern. Irgendwie eigentlich logisch, dass nicht jede Wäscheklammer, also jedes Material für jeden Zweck geeignet ist, ne, dass die zwei verschiedenen gibt, die liegen einfach nur am Preis, die Plastikdinger lassen sich leichter herstellen. Aber Schnurz, ne? Holzwäscheklammern sind, muss man nämlich auch langsam suchen. Die sind ja richtig teuer geworden, wenn man überhaupt mal welche kriegt. Gut, aber fangen wir jetzt wirklich langsam mit den Tipps und Tricks an. Also eine Sache, die ja wahrscheinlich jeder kennt, ohne dass man das genauer erläutern muss, ist, wenn es mal wieder irgendwo komisch riecht, so Dixi-Toilette auf dem Festival oder was, Wäscheklammer, Nase. Nase zu. Ja, und dann ist der Geruch auch ein bisschen weg. Man muss nur darauf achten, meine Nase ist jetzt etwas dicker, die Klammer ist etwas klein. Es gibt mit Sicherheit auch welche in passender Größe. Da spielt es übrigens keine Rolle, ob man dann Holz oder Plastik nimmt. Wichtig ist nur die Größe, dass die auf die Nase passt. Die kann man noch woanders hinklemmen, aber das ist neues für Erwachsene und das lassen wir jetzt. So, jetzt gehen wir aber mal in die Küche und ich zeige euch da, was man mit Wäscheklammern angeblich noch so Tolles anstellen kann. Ja, wir sind in der Küche angekommen und ein ganz toller Tipp ist, wenn man irgendwas kocht, wo man einen Kochlöffel für braucht, so zum Umrühren so. Ich habe jetzt mal nichts im Topf, ist ja nur Demo. Nehmen wir an, man kocht ein leckeres Süppchen. Jetzt kann das natürlich passieren, dass der Kochlöffel in den Topf rutscht und dafür nimmt man dann einfach eine Wäscheklammer, klemmt die an den Löffel und siehe da, er kann nicht mehr in den Topf rutschen. Ist ja eigentlich gar keine schlechte Sache. Voraussetzung dafür, dass die Wäscheklammer was bringt, ist natürlich, dass der Löffel auch in den Topf passen würde. Also wie jetzt in meinem Beispiel. Ich wüsste nicht, wie der ohne Wäscheklammer reinrutschen soll. Also bringt die Wäscheklammer da dran machen jetzt auch nicht wirklich viel. Abgesehen davon, dass man Holzkochlöffel ja sowieso nicht ständig in der Flüssigkeit lassen soll, weil die aufquellen, Keime annehmen, sonst irgendwas, ne, tut dem Löffel ja nicht so wirklich gut. Wenn man das dann aber doch macht, als kleiner Tipp, Plastikklammern ist vielleicht an heißen Töpfen nicht so eine tolle Idee, weil ich gehe von aus, dass Plastikwäscheklammern nicht so eine hohe Temperatur aushalten, wie sie einen Topf kriegen kann, wenn da kochende Flüssigkeit drin ist. Könnte also wegschmelzen. Deswegen darauf achten, wenn man das macht, Holzwäscheklammer. Schneller geht es natürlich, wenn so ein Kochlöffel zum Rühren einer Pfanne benutzt wird. Dann könnte der da natürlich auch reinrutschen. Also, wie gesagt, macht die Wäscheklammer dran und der Kochlöffel rutscht euch nicht mehr in die Pfanne, in die er auch so nicht reinrutschen würde. Ich weiß ja nicht, wer diese Ideen entwickelt hat. Muss irgendwo aus Amerika kommen, wo die Pfannen größer und die Kochlöffel kleiner sind, ja wer immer. Abgesehen davon, man hat ja schließlich im Internet auch gelernt, wofür das Loch hier im Pfannengriff ist.
nicht zum Pfanne irgendwo hinhängen. Nein, das ist immer noch dafür da, zum Beispiel den Kochlöffel beim Kochen da reinzustecken. Da bringt mir die Wäscheklammer jetzt herzlich wenig. Außerdem tropft jetzt natürlich dann schön die Flüssigkeit runter. Außer die, die am Kochlöffel dann hier runterläuft. Man greift dann da rein, hat die Finger dreckig, saut sich alles ein. Also ist das natürlich eine ganz tolle Sache. Aber vielleicht immer noch besser greifen, wenn man trockene Sachen rührt, so eine Reispfanne oder sowas, wie mit so einer komischen Wäscheklammer hin und her zu hantieren. Aber es gibt ja noch mehr. Im Bad kann man die Wäscheklammern auch toll nutzen. Deswegen ziehen wir jetzt gerade nochmal um. So, dann sind wir im Bad. Da, wo man originär Wäscheklammern vielleicht zum Wäscheaufhängen nimmt, auf dem Wäscheständer oder so. Aber was ich auch im anderen Video schon mal gezeigt hatte, ist ja, wenn man seine Zahnbürste nicht so aufs Waschbecken legen möchte, macht man einfach eine Wäscheklammer dran und kann die dann, wenn das Waschbecken das mitmacht, die Zahnbürste auch, so hinstellen, dass sie da trocknet. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, dass man dafür auch Halter kaufen kann, Zahnputzbecher, was auch immer es da für Techniken alles gibt. Aber das ist die eine Geschichte. Aber wenn man es macht, achtet vielleicht drauf, da eine Plastikwäscheklammer zu nehmen, dass die Holzklammer nicht dann so im Nassen steht und Feuchtigkeit zieht und vor sich hingammeln könnte. Okay, jetzt kommt noch ein zweiter Trick. So, der nächste Trick für Wäscheklammern im Badezimmer ist der gute Geruchtrick. In dem Artikel, den ich gelesen habe, wird der empfohlen, weil Räucherstäbchen ja manchmal unangenehm riechen und auch nach Qualm, dass man guten Geruch auch anders hinkriegen kann. Hierbei empfehlenswert eine Holzwäscheklammer. Und zwar aus folgendem Grund. Man soll diese Wäscheklammer mit einem Duftöl beträufeln. Irgendein ätherisches Öl. Geruchsrichtung, wie man das möchte. Also hier, das wäre zum Beispiel Lebkuchen. Ich deute das nur an, ich mache das jetzt nicht, weil zum einen haben wir Ende April und Lebkuchen ist, Zeit ist rum. Also, das war die erste Flasche, die ich gegriffen habe. Also dran denken, Holzwäscheklammer. Ein paar Tröpfchen von dem Duftmittel drauf. Und damit das dann richtig gut riecht, wenn man duscht, geht natürlich nur beim Duschen, ne? Also das hatte ich vielleicht vergessen zu sagen, die Wäscheklammer mit diesem Duftstoff dran einfach an die Dusche oben, an die Brause, an, okay, also an eine geeignete Brause, wie zum Beispiel hier die Regen, warum sieht man meinen Bauch nicht, also vielleicht einen Hocker dazu holen, um das Ding festzumachen. Alternativ kann man es natürlich auch oben an den Duschvorhang klemmen oder an der Seite, da muss man dann nicht so hoch und durch die aufsteigenden Dämpfe von dem warmen Wasser soll dann dieser Geruch sich verteilen. Ich habe es noch nicht probiert, blöd ist natürlich auch, wenn man statt einen Duschvorhang eine Duschkabine hat. Da wird dann das gleiche Problem auftauchen wie bei der Dusche, die Wände sind vielleicht ein bisschen zu dick für eine Wäscheklammer. Vielleicht überlegt euch da noch was anderes, aber ich wollte es euch ja nur gesagt haben, was alles für tolle Sachen gibt. Und ich wünsche euch dann viel Spaß bei den Ideen, die ihr vielleicht entwickelt, was man mit Wäscheklammern noch so machen kann. Schreibt mir doch mal einen Kommentar oder eine Nachricht. Vielleicht gibt es ja noch was, was außer Wäsche aufhängen und wie früher Schaukelstühle als Holzklammern basteln, ne, noch so alles möglich ist. Ich wünsche euch was. Ich vom Duschen koche ich jetzt ohne Wäscheklammern am Kochlöffel. Also, macht's gut. Ciao.